Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Menge kleine Schnipsel mitgebracht. Das heißt, lauter kleine Gespräche, die nicht für ein ganzes Telefonat gereicht haben, weil die Anrufer letztendlich schlichtweg zu schnell aufgelegt haben. Zum Wegschmeißen sind die Dinger aber trotzdem zu schade, weil sie doch ganz gut zur Unterhaltung dienen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen Schnipseln. Tag, Herr Steiner. Mhm. Tororossi ist am Apparat. Aha. Ich melde mich von Finanzmarkt. Sie haben Interesse geäußert. Möchten Sie zusätzliche Einkommen haben, ja? Nee. Ne? Mhm. Warum? Ja, warum sollte ich? Möchten Sie nicht zusätzliche Einkommen haben, oder was meinen Sie damit? Ja, nicht bei einem Betrugsunternehmen. Ach so. Meinen Sie, ich bin eine Betrüger, oder was sagen Sie jetzt? Ja, genau. Nein, ich bin gar keine Betrüger. Doch. Wenn ich Betrüger bin, dann können Sie das bestätigen. Ja, kann ich bestätigen. Sie sind Betrüger. Ja. Wie? Was? Wie? Ja, schon alleine, dass Sie auf der Leitung hier anrufen, ist schon Beweis genug. Ach. Kein seriöses Unternehmen ruft die Leute ungefragt einfach an. Davon abgesehen, bei keinem seriösen Unternehmen läuft Musik im Hintergrund. Wissen Sie was, Herr Steiner, Sie haben Ihre Registration selber gemacht. Ja, na und? Das hat ja, damit nichts zu tun. Doch. Nö. Und bestimmt, Sie bekommen auch 1000 Anrufe pro Tag. Ja, nur von Betrügern. Nein, warum? Doch. Haben Sie es einmal gemacht? Nee, also ich habe mich bestimmt schon 200 Mal registriert. Nein. Nein, nein, nein. Sie doch? Dürfen nicht, nein. Doch, habe ich aber. Herr Steiner, ich bin nicht im Kindergarten. Doch. Nein. Naja, dass ihr nicht im Kindergarten seid, ist ja ganz klar, aber ihr seid in einem Betrugs- und Abzocker-Callcenter. Das ist bandenmäßiger Betrug, was ihr da tut. Finanzbetrug. Nein, das doch. Ist kein Betrug. Teilweise glauben auch noch Sie Geldwäsche ist ja auch meistens noch ein bisschen mit dabei. Identitätendiebstahl, sowas ist ja bei euch da normal, ist ja an der Tagesordnung. Wissen Sie, wie heißt meine Plattform? Brauche ich nicht wissen, ihr ruft ja hier bei mir an. Das ist ja, kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Also, darum können Sie nicht sagen, ich bin eine Betrüger. Doch, kann ich. Schon an dem Kakerlakendeutsch hört man das ja. Nein, doch, nein, doch, nein. Doch. Sie sind ein Arschloch, wissen Sie ja, ja, ne? Guck mal, und jetzt hast du es sogar noch bestätigt, dass du illegal anrufst. Weil ja. Nur die illegalen Betrüger und Abzocker, die reden so am Telefon. Ja, die wenn können sich Sie nicht mir benehmen. So sagst, wenn Sie mir so sagst, ich das bin heißt eine sagen, nicht sagst, dann, sagen, also EN am Ende. Dann, das war die falsche dann Aussprache. Ich sage auch, Sie sind ein Arschloch. Aha, also das machen aber nur Betrügerfirmen, die so reden. Ein seriöses Unternehmen würde sich dann verabschieden und dann wäre gut. Nein. Doch. Weil Sie sagen erstes Mal, ich bin eine Betrüger. Ich bin ja, aber Betrüger. Du weißt schon, dass das Wort Arschloch, ja, in also, du weißt schon, jetzt hör mal zu, mach mal einen Schnabel jetzt zu dir. Nein. Du weißt schon, nicht. Doch, nein, du war, ja, guck nein, mal, das können nur Betrüger, nicht. Nur Betrüger können nicht zuhören. Du weißt schon, nein. Dass Beleidigung in Deutschland ich ebenso bin, strafbar ich ist, bin ne? Ich bin nicht für Sie, du. Und Sie dürfen nicht duzen. Ach, und warum machst du das dann? Ja. Kakerlake? Weil Sie sagen weißt mir, du, was Kakerlaken sind? Betrüger. Weißt du, ja, was? Natürlich. Das seid ja, ihr. Natürlich. Ihr seid Kakerlaken. Ja. Du bist aber ein Arschloch. Du no, kannst da mich kann am Arsch lecken da, einfach. Nee, ich werde dir definitiv nicht am Arsch lecken. Das finde ich eklig. Ich denke, die nette Tante hat uns auf jeden Fall bewiesen, aus welchem Callcenter sie hier anruft. Denn kein seriöses Callcenter ist gleich so auf 180, nur weil man mit so einem Unternehmen nichts zu tun haben will. Andere Unternehmen würden sich hier einfach verabschieden und gut ist. Bin ich zumindest der Meinung. Also, so ist mein Weltbild. Ich meine, korrigiert mich, wenn es woanders ist oder anders ist. Aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was die sich damit jedes Mal denken, selbst noch ihre Zeit zu stehlen. Aber, naja, zur Unterhaltung dient es auf jeden Fall, ne? Wie schon gesagt. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Also mit jemandem anders. Hallo. Hallo? Ja. Ich höre nichts mehr. Die Leitung ist vollkommen im Arsch. Oder das Mikrofon zu weit runter geregelt, weiß ich nicht. Es kommt ja ab und zu mal so ein bisschen was durch. Und so scheint es auszusehen,
wenn neue Callcenter-Mitarbeiter an ihren Telefonanlagen rumgespielt haben. Oder das Callcenter kein Geld für vernünftige Telefonanlagen ausgibt. Das weiß man ja hier nicht. Die Betrüger, die sparen ja, wo sie können. Denn die Callcenter, die sie irgendwann hochnehmen, naja, da will man ja natürlich nicht die modernste Technik reinstellen. Das steht alles in irgendwelchen versteckten Serverräumen. Aber naja, wenn das Callcenter da platt ist und die ganze gute Technik weg ist, naja, und aus dem Grund rufen die wahrscheinlich auch mit vergammelten Schimmeltelefonen an, wo sie wahrscheinlich noch eine Kurbel dran haben, ich weiß es nicht. Hallo, Omid, Marco Lombardi am Apparat, wie geht es Ihnen? Was? Wer ist am Apparat? Marco Lombardi am Apparat. Ach so, ja. Ich melde von der Finanzmarkt und habe schon entdeckt, dass Sie haben Interesse gezeigt für Online-Trading. Und ich müsste Sie ein paar Informationen dafür geben. Aha, sehr entzückend. Wie bitte? Ich sagte, das ist entzückend. Entzückend? Mhm. Was meinen Sie? Na, so wie ich es gesagt habe. Das ist das Deutsche. Ja, und hier wollte ich eigentlich nur noch sagen, und da ist es dann mit dem Deutsch auch schon zu Ende. Tja, wenn ich dann sage, auf seine Frage, wie es mir geht, entzückend. Tja, da kann er logischerweise nichts mit anfangen, denn wenn er mal kein Deutsch ist und, oder kein Deutscher ist, kein Deutsch kann und nur abliest und nur mit Ja und Nein zurechtkommt, naja, dann weiß man aber hier von Anfang an, in welche Richtung dieses Gespräch laufen sollte. Definitiv in keine Beratung. Auch wenn sie das hier immer sagen, dass es die Kontoberater oder Kontomanager sind und dass sie dazu da sind, um zu helfen und Fragen zu beantworten. Nur sobald ihr irgendwie mal den Mund aufmacht und wirklich tiefstes Deutsch daraus lasst, tja, dann war's das schon, weil damit kann keiner was anfangen. Logisch. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich spreche gerade mit Herrn Gerold Steiner. Ja. Ja, was denn? Ich bin Emily Brown, die Kontoverwalterin von Firma Ace Investing. Aha. Okay. Und nun? Ist ja schön, dass Sie sich jetzt bei mir vorgestellt haben, aber Sie sagen nicht. Ja, und das war's dann schon mit der netten Emily Brown. Aber Emily Brown, gab's da nicht mal ein Spezial beim Callcenter-Terroristen? Hieß die nicht auch Emily Brown? Weiß ich nicht. Vielleicht fällt es dem Callcenter-Terroristen ja auf. Ich bin der Meinung, dass das in dem 500-Abonnenten-Special drin war. Dass er leider löschen musste, weil ein Bild drin war, was YouTube nicht so gefallen hat. Schade, dass das das Special nicht mehr gibt. Aber naja, ich bin der Meinung, das müsste die gleiche gewesen sein. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich, ob es die Stimme ist. Aber gut, die haben halt alle auch die ähnlich gleiche quietschige Stimme, wo man am Ende nicht so richtig rausfindet, ja, was da eigentlich so am Telefon sitzt. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Emily Brown wieder dran? Ja, jetzt sagt sie wieder nichts. Was denn du? Hallo. Emily, Schnuckelchen. Nur sagt sie nichts mehr. Naja, dann nicht. Gut, dann können wir weiter telefonieren. Meldest du mir die Gabe? Ja, genau. Ja, das dreckige Gelache im Hintergrund war tatsächlich meine Oma. Also habt ihr meine Oma, also ihr habt jetzt meine Mutter schon auf dem Kanal und meine Oma ebenso. War mal so ein Tag, wo ich mit, also es ist ja Corona, ne? Und man kann ja nirgendwo raus und so. Und da telefoniere ich, nebdem ich stundenlang hier mit den Kakerlaken telefoniere ich auch oftmals mit meiner Oma noch stundenlang, damit ihr nicht ganz so langweilig ist. Ich meine, das Telefon kann man ja auf Lautsprecher liegen lassen und sich ab und zu mal damit man das Gefühl hat, man ist wenigstens nicht ganz alleine. Ich meine, meine Oma sitzt halt ganz allein und ist halt auch ein paar Kilometer weit weg. Und auf jeden Fall ist sie manchmal sehr positiv belustigt live dabei, wenn die Kakerlaken hier anrufen. Hallo, guten Tag, spreche ich gerade mit Klaus Thalerus. Ja, Herr Klaus Thaler hier, ja. Okay, mein Name ist Lea Lombardo und ich bin von Ace Investing. Ja, kannst du mich nochmal eine Stunde anrufen? Was sind Sie momentan? Ja, jetzt unterwegs. Okay, ciao, ciao, bis dann. Tüdelü. Tschüss.
Ja, ganz zum Schluss noch mal ein kleines Gelächter von meiner Omi. Ja, manchmal ist es halt so, dass ich gerade selber einfach auch wirklich keine Zeit habe. Aber naja, hier in dem Fall war sie ja ganz nett. Es gibt aber allerdings auch Betrüger, die dann nicht so nett am Telefon reagieren. Und das eigentlich nur, weil man gerade keine Lust oder keine Zeit hat, mit denen zu sprechen. Und dann gibt es da den ein oder anderen Betrüger, der dann tatsächlich auch ausfallend wird. Naja, aber man kennt es ja nicht anders von denen, ne? Die tun ja immer so, als müsste man alles wissen und als hätte man nur Zeit für die. Guten Tag. Ja? Herr Thaler, oder? Ja, Klaus Thaler. Hm? Ja, was denn? Nochmal bitte? Ja, Klaus Thaler ist hier. Grüß mal deinen Fans von mir, okay? Wen soll ich grüßen? Deine Fans. Ach ja, die Fans. Hm, mach ich. Genau, deine Fans. Ja. Bei YouTube. Ja. Okay, schönen Tag noch. Jo, tschüss. Na, dann machen wir das mal. Ich grüße euch. Hallo, guten Tag, grüße Sie. Hm? Wie geht es Ihnen heute, alles gut? Ja, ist alles supi, hm? Sebastian, ja? Hm? Und der Nachname? Was machst du gerade? Ja, der Nachname. Deine oder meine? Na, meinen. Sebastian, kommst du heute, oder? Sebastian ist der Vorname, und der Nachname? Es gibt Party heute, ja? Was? Es gibt deine Party heute, weißt du oder weißt du nicht? Nee, aber welcher Nachname steht denn da bei euch? Aber bring dein Zeug mit, ja? Dein Stoff ist immer gut. Ja, okay? Dein Deutsch nicht ist vergessen. Furchtbar. Nicht vergessen, ja? Sebastian. Ja. Okay? Geld kriegst du sofort, du weißt es. Ja. Die Jungs wollen nur dein Stoff. Ja. Aber nicht ja und die letzte Samstag. Bist du nicht gekommen? Hast du dein Geld gekriegt, ja, von deinem Zeug? Alles? Ja, oder ja. Okay. Und den anderen hast du auch? Was für einen anderen? Die Schnee? Hä? Von Schnee? Hast du auch ein bisschen Zeug, ach, oder? Ach, den Schnee, ja. Schnee haben wir auch hier, ja. Okay. Und den Preis das gleiche, oder? Ja, ja, genau. Okay. Und mit Bullen hast du kein Problem bis jetzt, ne? Nee, also... Wir können auf dich verlassen, ja? Ja, genau. Okay, super. Wo bist du jetzt? Ich bin zu Hause. Nee, ich meine, wo bist du jetzt? Du weißt das, die Code, ja? Jetzt? Worüber ich spreche. Ja, wenn ich sage jetzt, du weißt das, ja? Zu Hause? Okay, dann, ich verstehe. Okay, dann. Marco kommt vorbei, ja? Nicht vergessen. Alles klar. Okay. Und alle beide Zeichen, ne? Rot und weiß. Ja. Du weißt. Bis gleich. Ja, tüdelü. Ja. Ich hab dich lieb. Ja. Danke. Tschüss. Oh, da hat er jetzt wirklich bei mir angerufen und Drogen bestellt. Also es wird immer skurriler, Leute. Ich meine, ich gehe ganz stark davon aus, dass sie teilweise echt selbst wissen, dass sie, wenn sie bei mir anrufen, auch bei YouTube landen und sich dann berühmt fühlen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber naja, letztendlich sieht man nur, was da für Geschöpfe sitzen, ne? Ich bin wirklich absolut fassungslos, aber naja. Hallo, guten Tag. Hallo? Ja? Guten Tag. Ja? Ja, alles gut. Ja, was möchten Sie denn? So, wir haben vor 1-2 Stunden gesprochen, erinnerst du mich? Ach so, ja. So, wissen, ich höre meine Stimmung. Was ist denn für eine Stimmung? Ich höre meine Stimmung, wenn ich mit Sie telefoniere, ich höre meine Stimmung. Was ist passiert? Ja, das heißt Stimme, nicht Stimmung. Dankeschön, ne, dass Sie lernen mir Grammatik, ne? Machen Sie gerade YouTube? Ja. Oh mein Gott, wie schön, sehr schön. Wie oft habt ihr eigentlich Leute von YouTube am Telefon? Muss doch ziemlich oft sein, oder? Nochmal bitte? Ihr habt bestimmt ziemlich oft Leute von YouTube dran. Ja. So dumme Leute, so wie Sie, gibt es auch, ne, weil normalerweise, Sie haben auch nichts zu tun und Sie werden mit etwas kümmern, ne, damit Sie die Zeit ein bisschen so verschwinden, weil Sie haben nicht mehr zu tun.
und nur mit Leuten Spaß zu machen, ne? Mhm. Ich kenne Leute so wie sie, so dumm, ne? Ja. So dumme Leute. Mhm. Ja, und ich wusste das von Anfang, dass sie sind so. Ja? Okay. Aber ich habe nur angerufen, um meine Zeit ein bisschen zu verschwinden mit sie. Mhm. Ja, ganz so schön. Mhm. Tschüss, tschüss. Ja. Viel Spaß. Bis später. Tschüss. Also die Tante redet hier von dummen Leuten und ruft an, weil sie ein bisschen ihre Zeit verschwenden will. Das klingt auf jeden Fall höchst intelligent und klingt auf jeden Fall so, als würde natürlich so jeder auch arbeiten. Ganz, ganz logisch. Ne? Also man ruft einfach so bei Leuten an, um ein bisschen seine Zeit zu verplempern. Ich meine, in unserem Fall stimmt's. Aber ich glaube, sie ist nicht dafür da, dass sie ihre Zeit ein bisschen verplempert. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Ich rufe Sie von XM an, dem Online-Broker. Sie haben ja ein Konto bei uns zum Online-Handel. Aha, seit wann denn? Ich rufe nur an, um... ich sehe, Sie hatten das Konto überhaupt verifizieren lassen. Wollten Sie es überhaupt nicht nutzen? Oder hatten Sie irgendwelche Probleme damit? Nö, ist mir jetzt nicht bekannt, die Firma. Okay, ich schicke Ihnen dann meine Kontaktdaten zu. Dann können Sie sich die Plattform und die Webseite nochmal anschauen. Sollten Sie das Konto führen wollen, schreiben Sie mir. Falls nicht, das wird sowieso am 4. Dezember dann archiviert, also automatisch gelöscht. Mhm. Okay? Okay. Ich schicke nur meine Kontaktdaten zu. Schauen Sie sich das an. Sie hatten das Konto ja im September erstellt und nach 3 Monaten Inaktivität wird es automatisch gelöscht. Na sehen Sie, ist doch super. Okay, ich schicke Ihnen dann alles zu und falls Sie was fragen wollen, schreiben Sie mir, ja? Ja, nee, ich habe kein Interesse, mit unseriösen Firmen zusammenzuarbeiten. Wie Sie wünschen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich Ihnen nicht. Sehr skurrile Sache. Keine Ahnung, was der jetzt hier genau von mir wollte. Also ich meine, das hat er ja gesagt, aber weiß ich nicht. Also so arbeitet nun auch kein seriöses Unternehmen. Man kann natürlich mal anrufen und mal fragen, wo es denn klemmt. Wenn das jetzt hier nicht um Geld gehen soll in dem Gespräch, das nennt man dann Kundenservice. Aber das, was hier, keine Ahnung. Also das war schon wieder sowas von der mysteriösen Sorte. Die Sprachqualität, die war bei ihm auch sehr, sehr blechern. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerold Steiner. Mhm. Ich grüße Sie, Herr Stein. Anna Graf ist mein Name. Anna Graf. Anna Graf, genau. Mhm. Ich melde mich bei Ihnen bezug zu Ihrer Anmeldung, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Aha, wo habe ich mich denn angemeldet? Beim EMC Consulting sind Sie gerade angemeldet, ja? Nee. Bei EM Consulting, nicht EMC Consulting. EM Consulting, Entschuldigung, richtig. Sie sind gerade online. Ja, ich bin ja, das ist eine ganz neue Plattform, ne? Die haben sie gerade ganz frisch hochgezimmert, oder? Was meinen Sie darunter? Na, ist neu die Plattform, oder nicht? Nein, Plattform ist nicht neu. Nicht neu? Ja. Wie alt ist sie denn? Schon 5 Jahren existieren wir auf dem Finanzmarkt. Aha. Und warum ist die Domain, also die Internetadresse, jetzt erst 1 Monat alt? Weil Firma existiert schon seit lange auf dem Finanzmarkt und Plattform ist neu gegründet. Aha. Das müssen Sie mir ein bisschen näher erklären. Wie meinen Sie das denn? Weil die Plattform gibt ja noch keinen Monat jetzt. Die ist ja ganz frisch. Ja, schlichtweg kann sie mir das nicht erklären. Da wird einfach nur die alte Betrugsmasche aufgelöst worden sein und die Betrugsmasche wird einfach unter einem neuen Namen weitergeführt. Mehr ist da nicht dran an der ganzen Geschichte. Denn, weiß ich nicht, was soll das? Ich meine, eine Firma macht sich doch nicht eine komplett neue Webseite mit einem komplett neuen Namen, die mit dem alten Namen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also, ich meine, man will ja seine Marke auch festigen, dass die bekannt wird und die Leute, den Markennamen auch für voll nehmen. Ja. Aber da sollte man tatsächlich schon drüber aufpassen, wenn die ihre Namen der Plattform ändern wie die Unterwäsche. Ich spreche mit Herrn... Hallo? Ja. Was denn, mit wem sprechen Sie? Sie haben ja jetzt gar nicht zu Ende geredet. Hallo? Mikrofon, wie ist aus? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, jetzt habe ich das Mikrofon gehört.
Jetzt ist es aber wieder aus. Was ist denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Ich denke mal, da wird man mich einfach nur wieder rechtzeitig erkannt haben am Datensatz. Wahrscheinlich am Namen oder eine E-Mail-Adresse. Ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter. Ja, hallo, noch schönen guten Tag. Mein Name ist Anna Hoffmann. Ich spreche wieder mit Gerold Steiner. Sie klingen ganz schön gelangweilt. Bitte? Ich sagte, Sie klingen sehr gelangweilt, als würde Ihnen das keinen Spaß machen. Auf jeden Fall nicht. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Störe ich Sie? Nö. Alles gut. Haben Sie das auf lautlos, weil es stört ein bisschen? Nee, auf lautlos habe ich das nicht gestellt. Lautlos, dann hört man ja nichts mehr. So, Herr Steiner, Sie haben unsere Plattform online geöffnet und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Welche Plattform meinen Sie denn? Ich habe mittlerweile schon alle wieder zu. Da waren vorhin so viele offen. Ja, bei FM, Bitcoin-System. FM-Bitcoin-System? Mhm. Nee, die war gar nicht auf die Seite. Okay, bei welcher Seite waren Sie dann? Daily Bitcoin System? Die hieß Benne FX, wo ich da rausgekommen bin. Mhm. Okay, haben Sie Interesse, um Geld zu investieren? Ja, deswegen habe ich ja bei der Anruferin vorhin auch 1000 Euro eingezahlt. Ah, Sie haben schon investiert? Ja, vorhin. Habe ich bei Benne FX gemacht. Okay, dann, ich entschulde mich. Dankeschön. Ja, bitteschön. Kein Geld für Betrüger. Okay. Ja, die haben gesagt, danach rufen Betrüger an. Okay. Mhm. Komisch. Machen Sie weiter. Ja, mache ich. Tüdelü. Na, die haben wir doch erfolgreich verwirrt am Ende. Die hatte ja sowieso schon keine Lust auf ihren komischen Job. Naja, ich habe noch einen Anruf mitgebracht. Aha. Ja, ich würde sagen, da bei dem Callcenter war die Musik so schön laut, dass man überhaupt nichts mehr verstanden hat. Zusätzlich noch gepaart mit irgendwelchen Störgeräuschen, kann man so machen. Hallo, I'm asking to Gerold Steiner. Das ist jetzt nicht wahr. Jetzt ruft mich schon wieder so eine Kralle an. Ich nicht weiß. Kartoffeln. Ja, können wir jetzt vielleicht mal vernünftig auf Deutsch reden? Nein, ich spreche Deutsch. Englisch? Nee, Englisch? Mhm. Bitcoin? Ja. Ja oder nee? Ja. Ja, Bitcoin, ja. Mhm. How much money you want to invest? Ja, in Deutsch. In Deutsch? Nein, ich spreche Deutsch. Fuck you racist. Fuck off, Hitler. So doof? Auch total intelligent. Ich rufe bei einem deutschen Kunden mit englischer Sprache an und spreche kein Deutsch. Und weil der Kunde nicht mit dir in Englisch sprechen möchte, sondern auf seiner Muttersprache einfach ganz einfach telefonieren will, ja, da fange ich dann direkt an, die Leute zu beleidigen, wenn mir das nicht passt, dass ich die Sprache nicht kann. Ist ja auch sehr interessant, wie die Betrüger hier immer mal wieder vorgehen, ne? Also, man versteht wirklich nicht, wie die wirklich ihren Job machen wollen. Also, das ist doch wahnsinnig. Ja, guten Morgen. Es spricht der Teddy Ohrenstein. Ich rufe Sie an von Avatrade. Ich versuche mein Glück später. Ich wollte Sie herzlich willkommen heißen auf unserer Plattform und natürlich auch herausfinden von Ihnen, ob Sie erfahrener Trader sind oder gar in den Anfängen und so weiter und so fort. Ja, schauen, dass Sie alles haben und so weiter. Also ich melde mich später. Kein Problem. Ja, schönen Tag noch. Schönen Gruß. Ohrenstein von Avatrade. Naja, wenn er nicht so viel sinnlose Scheiße aneinandergereiht hätte, dann hätte man das ja fast als Serviceanruf durchgehen lassen können von Avatrade. Das war hier übrigens jetzt ein Mailbox-Schnipsel. Davon kommen jetzt noch ein paar mehr. Ich habe aber erstmal noch einen Anruf für euch. Co-Collect aus Monheim, Inkasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und
nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Also, da ruft mich irgendein komischer Sprachautomat an, das war auch gefühlt mitten in der Nacht schon, wo irgendeine Erpressernachricht gesprochen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal so hatte hier auf dem Kanal. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch irgendwann sowas schon mal mit drin. Auf jeden Fall habe ich von dem hier mehrere Anrufe, auch auf dem Anrufbeantworter. Da kommt eine sehr gruselige, mit Stimmverzerrer verzerrte Stimme durch euer Telefon und sagt, ihr sollt ganz schnell in die E-Mails gehen. So, das habe ich jetzt hier auch mittlerweile mal getan. Die E-Mail, die seht ihr jetzt hier im Bild. Das heißt, wir haben hier tatsächlich mal was anderes als das Thumbnail drin. Ich glaube, das müsste diese E-Mail hier sein. Das ist nichts anderes als einfach nur irgendein Inkasso, was jemanden erpressen möchte um Geld, aber dahinter stecken tut da nichts. Da spielt man letztendlich einfach nur mit eurer Angst. Es gibt aber sicherlich Leute, die vor lauter Angst jetzt hier überweisen würden. Deswegen lasse ich das hier mal so mit drin und auch mit der E-Mail, die ich dazu gefunden habe, die das sein könnte. Ich weiß es nicht genau, ich vermute nur, dass es diese E-Mail ist, weil was anderes in der Art habe ich nicht gefunden. Ist aber auch ziemlich schwer, wenn man hier tausende E-Mails am Tag bekommt. Wer sie schickt, bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam, und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, das war hier tatsächlich noch ein zweiter Schnipsel davon, also exakt das gleiche, nochmal auf dem Anrufbeantworter. Und auch für eine andere Telefonnummer, das heißt für einen anderen Charakter hier auf dem Kanal. Jo, also erstmal stellt er sich nicht mit Namen vor, er sagt nicht von welcher Kanzlei, er sagt nicht, welche Kanzlei überhaupt Klage erheben wird und er sagt auch nicht warum. Also das heißt, keine Informationen, einfach nur Geld her. Mehr sagt man da nicht. Ja, also ich glaube, mehr kann man auch nicht dazu sagen. Betrug ist es auf jeden Fall im allerhöchsten Maße. Das Problem ist halt, dass das wirklich schon sehr, sehr vielen Menschen Angst machen kann. Gerade vielleicht auch den Jüngeren, die denken nachher wirklich, dass sie irgendwo Scheiße gebaut haben im Internet, weil es ist ja jeder auch 24/7 gefühlt im Internet. Ja, und dadurch kann es passieren, dass man dann auf so eine E-Mail auch reinfällt und da tatsächlich Geld irgendwie einzahlt, weil man denkt, man hat dann seine Ruhe. Nicht lautet, wir haben Ihnen gerade eine wichtige E-Mail bezüglich des Forderungskontos geschickt. Jetzt einloggen. https://schuldner.nrw/quicklogin? Ist gleich 7001863339 und Hash ist gleich A8774D9733. Sie haben eine Textnachricht von 004921193673989 erhalten. Die Nachricht lautet: Wir haben Ihnen gerade eine wichtige E-Mail bezüglich des Forderungskontos geschickt. Jetzt einloggen. https://schuldner.nrw/quicklogin? Ist gleich 7001863339 und Hash ist gleich A8774D9733. Ja, das klingt ziemlich genauso wie die Methode, die wir gerade eben schon hatten. Da ruft euch einfach irgendein Sprachcomputer an und will Geld von euch, weil hier wird ja letztendlich darüber gesprochen, dass man hier irgendein Schuldner ist. Keine Ahnung, was sie damit eigentlich wollen. Naja, ich hoffe, euch haben die vielen kleinen Schnipsels wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut gerne auch mal auf unserem Twitter-Kanal vorbei oder auf unserer Twitter-Seite unter ccabzocke oder callcenterabzocke. Ja, und wer möchte, hier seht ihr jetzt noch eine Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich bei euch. Passt auf euch auf, die Welt ist böse. Ciao, ciao.